Herzlich willkommen zu unserem Tutorial zum Thema Suche mit Platzhaltern. Manchmal kann man nicht hundertprozentig sicher sein, ob die vorliegenden Angaben zu einem Buch oder Artikel korrekt sind. Besonders die Deklinationen oder Konjugationen, aber auch Fehler bei Autorennamen können zu Null- oder falschen Treffern führen. Ein Beispiel. Wir nutzen die erweiterte Suche und geben Titel und Autor ein. Hier sollten Sie sich zu Recht darüber wundern, dass Sie null Treffer bekommen haben. Vielleicht heißt der Titel etwas anders. Wenn Sie die Suche trankieren, also hinter dem Wortstamm Neu und Krieg jeweils das Sternchen als Platzhalter setzen, wird der Titel gefunden. Der korrekte Titel heißt Die neuen Kriege. Das Sternchen ist eine Variable für beliebig viele Zeichen und kann rechts und in der Mitte eines Wortes, aber nicht links, also am Anfang eines Wortes, eingesetzt werden. Der Wortstamm muss mindestens drei Buchstaben haben. Hier ein Beispiel, mit dem die amerikanische und die englische Schreibweise abgefragt werden kann. Trankierungen eignen sich oft auch für sachliche Suchen, denn hier haben Sie keinen konkreten Titel vor Augen. Unsere Suche haben wir durch die Trankierung so geschickt formuliert, dass wir deutsche und englischsprachige Begriffe wie Islam, Islamismus, Islamism, Islamic und so weiter, Fundamentalismus, Fundamentalisten und Fundamentalism gleichzeitig suchen können. Dieses Suchergebnis kann über die Filter auf der rechten Seite verbessert werden. Hier können Sie einzelne Schlagwörter ein- oder ausschließen, um das Suchergebnis so auf weniger Treffer mit hoher Relevanz herunterzubrechen. Dabei ist zu beachten, dass E-Books häufig keine oder keine genormten Schlagwörter haben. Das heißt, einige E-Books würden Sie so trotz hoher Relevanz wegfiltern. Manchmal ist auch der Platzhalter für eine einzige Variable sinnvoll. Man verwendet hier das Fragezeichen. Damit lassen sich Schreibweisen zusammenfassen, bei denen ein Buchstabe abweicht. Gefunden werden sowohl Treffer mit dem Wort Woman als auch Women. Mehr Tipps zur Formulierung einer Suchanfrage bekommen Sie in der Primo-Hilfe. Untersuchtipps. Vielen Dank für Ihr Interesse.